Das schließt auch sehr schön da an, was Herr Dr. Weber gerade gesagt hat. Erstmal, ich bin Jens Böckenfeld, ich habe den YouTube-Kanal Große Freiheit TV, wo das auch ausgestrahlt wird. Und zwar, meine Frage geht an Herrn Professor Stöcker. Was sagen Sie zu den Theorien von Stefan Lanka? Herr Lanka sagt ja, dass es kein gereinigtes Virenisolat gibt, dass es da bei den Virennachweisen keine Kontrollexperimente gibt. Und auch, was die Ansteckungsexperimente angeht, da gab es ja damals bei der spanischen Grippe, gab es große Ansteckungsexperimente, die waren alle nicht erfolgreich. Jetzt bei Corona war da mal wieder so ein Human Trial Experiment, wo es keine Kontrollgruppe gab. Das ist auch lustigerweise keinen in den bei den Fachmagazinen in der Fachpresse aufgefallen. Insofern, was sagen Sie zu diesen Theorien? Und die zweite Frage ist, Herr Lanka, der sagt, dass diese Antikörper, von denen Sie gerade auch die ganze Zeit gesprochen haben, dass die von den Adjuvantien hervorgerufen werden. Insofern die Frage an Sie, haben Sie da Kontrollexperimente gemacht, dass Sie nur die Adjuvantien gespritzt haben, um zu schauen, ob da die gleichen Antikörper gebildet worden sind oder nicht? Zu diesen Adjuvantien, da muss ich darauf verweisen, dass die schon Millionen und Abermillionenfach verabreicht worden sind, mit gutem Grund, zum Beispiel in der Hepatitis-Impfung. Das war die erste Frage, ich kann mir nicht zweifeln. Nee, den nicht, aber das, was Sie dazu gefragt haben. Ach so, ich meine, da wird viel zu viel experimentiert und es werden zu viele Kontrollen bei der Bewertung von solchen Impfungen durchgeführt, was gar nicht nötig ist. Mir erscheint es so, dass diese Behörden versuchen, das möglichst kompliziert zu machen, dass erstens nur ganz reiche Firmen Impfstoffe entwickeln können, die dann diesen Aufwand treiben. Und dass, wenn ich mir das überlege, ich muss bei der Corona-Impfung eigentlich nur die eine Zahl impfen und die andere nicht. Und dann vergleiche ich die Inzidenzen dieser beiden. Und wenn ich dann sehe, dass die eine hohe Inzidenz haben, die nicht geimpft sind, und die Impfung hat zu einer niedrigen Inzidenz geführt, dann bin ich schon zufrieden. Das ist die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte, ich muss zeigen, dass die Impfung keinen Schaden angerichtet hat. Das beides ist genug. Die europäische Behörde, die kriegen im Jahr in der Größenordnung von 300 Millionen Euro an für ihre Leistung, die sie dann eben so vielfältig und differenziert ausführen. Und das müssen sie rechtfertigen. Die müssen sagen, wir haben so viel untersucht. Und wenn sie denn sagen, ihr braucht einfach nur ein paar Impfen und die anderen nicht und dann vergleicht es, dann ist das Geld nicht gerechtfertigt, was sie kriegen. Da ist so ein bisschen der Wurm drin, dass man dort versucht, alles viel komplizierter zu machen, als es nötig ist. Aber okay, auch der zweite Teil war von Herrn Lanka. Kennen Sie die Theorie von Herrn Lanka? Nee, ich kann nicht lesen. Ah, Sie können nicht lesen. Gut. Da nochmal ganz kurz, Herr Dr. Weber hat ja auch gesagt, er hat sich nie angesteckt, obwohl er sich nicht schützt. Insofern, warum gehen Sie davon aus, dass es Ansteckung gibt, Herr Professor Stöcker? Obwohl alle Ansteckungsexperimente nicht erfolgreich waren. Insofern, es gibt auch ein spannendes Dokument vom Max-Planck-Institut von einem Medizinhistoriker, der schreibt halt, dass sich eigentlich mit dem Fortschreiten der Technik, mit den Elektronenmikroskopen, ja immer mehr bestätigt hat, dass die Krankheiten, die angeblich durch Viren hervorgerufen werden, dass es keine exogene Herkunftsgeschichte hat, sondern eine endogene Herkunftsgeschichte. Meiner Ansicht nach ist es nicht nötig, in vivo bei Personen Ansteckungsexperimente zu machen. Das können Sie vielleicht im Tierversuch machen und das wird dann teilweise auch gemacht. Ansteckungsexperimente. Wir machen solche Experimente, aber in der Zellkultur, wenn Sie Viren benutzen und infizieren Zellen damit, dann nehmen Sie Antikörper, die Sie vielleicht aus dem Blut von Patienten holen und die Antikörper sind in der Lage, den Virus zu neutralisieren, dass er die Zellkultur nicht mehr anstecken kann. Dann haben Sie schon bewiesen, wie wirksam das ist. Und zum Schluss kommt es nur auf das Endergebnis drauf an. Das ist ja der zytopathische Effekt. Haben Sie da ein Kontrollexperiment gemacht? Wir sind nicht in der Lage, solche Untersuchungen zu machen. Das geben wir außer Haus, weil wir mit diesen Viren nicht umgehen dürfen.